Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war letzte Woche für euch unterwegs und zwar war ich in dem beschaulichen Münsterland bei den Retro-Nerds. Die Retro-Nerds sind ein mega geiler Arcade- und Flipper-Verein. Den Urvater habe ich auf der Gamescom kennengelernt, hatte das große Glück, mit ihm reden zu können. Er hat mir so von seinem Verein vorgeschwärmt, dass ich natürlich seiner Einladung gefolgt bin, mir selber ein Bild davon zu machen. Frank ist nämlich schon als kleiner Junge mit seinem Vater losgezogen, der immer diese heiß begehrten Flipper und Arcade-Automaten aufgestellt hat. Und diese Begeisterung ist bei ihm merklich bis heute ungebrochen. Ja, was man bei den Retro-Nerds für Schätze entdeckt, ist absolut unfassbar. Ich habe Dinge gesehen, die kannte ich noch gar nicht. Oder ich sag mal, habt ihr schon mal einen Flippertisch gesehen, gegen den man Head-to-Head oder wo man gegeneinander Head-to-Head zocken kann? Ja, so ein Flippertisch wurde in den 70ern, ich glaube, 110 Mal hergestellt. 100 gingen nach Kanada, 10 davon sind irgendwie verschollen. Einer steht, glaube ich, in Las Vegas bei der Flipper Hall of Fame. Ja, und einer bei den Retro-Nerds. Das soll jetzt aber nur ein kurzer Einblick werden. Ich werde den Verein in Zukunft natürlich regelmäßig besuchen, damit wir euch die Übernahme der Weltherrschaft näher bringen können. Und ich wünsche euch einfach jetzt bei diesem Video erstmal nur viel Spaß und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein, bis dahin. Prepare for Operation Starblade. Calling Starfighter Geosword. Calling Geosword. Command Geosword. Enemy task force, mechanized planet Red Eye, just reached the Federation of Planets and
is approaching our mother planet. Our strategy is to neutralize Red Eye and defeat the menace to our mother planet. Aim at the power source generator of Red Eye. All energy converges on the power stone, which is inside of our bus. Good luck, Geosword.
So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.